Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute kommt die Setup-Tour. Hier seht ihr schon ein bisschen was von meinem Setup. Ich werde alles so gut wie möglich erklären, so gut ich es halt weiß. Und ja, ich hätte gesagt, wir fangen mit dem Hauptmonitor an. Der Hauptmonitor ist ein 24 Zoll Monitor. Er bringt 75 FPS. Und ja, darauf zocke ich halt immer. Hier nebendran haben wir meinen Monitor, den ich für den Chat, für Abo-Anzeigen und so weiter und so fort verwende. Aber der ist nicht an meinem PC da unten angeschlossen, sondern der ist an einem zweiten PC angeschlossen, und zwar hier. Dieser PC, ja, tut einfach den PC da drüben halt einfach auslasten. Halt, weil wenn darüber der Chat und so alles läuft, dann muss ja logischerweise der andere PC nicht mehr machen. Und so habe ich dann halt mehr Power fürs Spiel und ist halt einfach aufgeteilter. Das ist hier einfach mit HDMI-Kabel und mit hier Internetkabel, Stromkabel und hier ein mega langes USB-Kabel zu diesem Adapter. Und da ist dann noch eine Maus und eine Tastatur angeschlossen. Dann kann ich mich hier einfach dann die Maus bewegen, die ist hier, die tue ich dann immer meistens auf das Mauspad, wenn ich hier mit was bewegen, dann kann ich hier den Monitor, ja, sehe ich halt alles. Ist auf jeden Fall sehr praktisch, zum Beispiel vorne ist es halt sehr wichtig, wenn man, da braucht man halt schon viel Leistung in dem Spiel und das Ganze auch zu streamen und so. Und deswegen ist es schon praktisch, wenn man noch einen zweiten PC hat. Dann ist an dem PC auf jeden Fall noch angeschlossen, oben der Fernseher. Da seht ihr schon, ist OBS. Dann haben wir hier nebendran, ist meistens dann Musik. Und ja, mehr eigentlich nicht. Discord vielleicht noch geöffnet. Und hier seht ihr auf jeden Fall auch immer das Bild, was ihr auch immer im Livestream seht. Dann haben wir hier mein neues Mikrofon. Das ist das Auna 900B. Bringt gute Qualität. Und ja, insgesamt hat das Mikrofon mit dem Stativ oder Ständer, wie man das auch nennen mag, hat insgesamt 120 Euro circa gekostet. Ich werde auf jeden Fall auch alles verlinken, was ich halt auch finde im Internet. Und ja, ich habe auch ein paar Sachen geschenkt bekommen, deswegen weiß ich nicht, wo man die kaufen kann und so. Deswegen ja, auf jeden Fall, ich werde alles verlinken, so gut wie es geht. Was man auf jeden Fall auch, was eher versteckt ist, ist hier unten mein Headset. Ist jetzt kein so hochwertiges, habe ich einfach mal bei Mediamarkt mal gekauft. Ich glaube für 30 Euro, 35 Euro. Und ja, da sieht man auch noch das Mikrofon, mit dem ich damals gesprochen habe immer. Mit dem höre ich dann immer den Ton. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, zum Hören reicht's. Hier haben wir auf jeden Fall Kabelboxen, dass alles schön clean ist. Vier Lautsprecher haben wir da unten, dann zwei Lampen und ein Laser. Einfach, ja, um ein paar Laser-Effekte hier drin zu haben. Ich habe auch noch hinter der Leiste, wenn man es, ich glaube, man sieht es nicht so gut, aber jetzt sieht man es, glaube ich, besser. Da sind noch LEDs hier hinten angebracht. Und ja, die leuchten halt. Ist halt immer geil, wenn du abends streamst und hier alles dann leuchtet. Dann habe ich hier noch beim Heizkörper noch so eine Musikbox stehen. Ja, und ich kann halt richtig die Mucke aufdrehen und da bebt's ja. Aber ja, also an Lautsprechern fehlt hier auf jeden Fall nicht, hätte ich gesagt. So, was ich auf jeden Fall auch noch habe, ist hier ein Controller, der leuchtet auf jeden Fall, ist auf jeden Fall richtig nice. Und ich habe hier noch ein Verstärker. Ja, da ist auf jeden Fall das halt einfach so ein Verstärker für das Mikrofon. Ist aber nicht für das Mikrofon, was ihr hier oben seht, sondern das sind für andere Mikrofone. Und ja, ist zufällig genau von der gleichen Firma. Mein PC ist auf jeden Fall ein 8-Kern-Prozessor drin. Also ein FX 8300, 8 Kerne mal, ich glaube, er hat 3,3 GHz Basistakt und 4,2 GHz Turbotakt. Dann ist noch 16 GB Arbeitsspeicher verbaut, plus DDR3,
weil der Prozessor auch nur DDR3 unterstützt. Ist ein bisschen belastend, weil dann alles ein bisschen länger braucht, wenn ich zum Beispiel Video schneide, braucht es ein bisschen länger zu verarbeiten. DDR4 ist halt schon besser und auch zum Zocken und so. Aber ich kann mit leben. Auf jeden Fall als Grafikkarte haben wir eine GTX 1050 Ti. Als Festplatte haben wir eine 240 GB SSD und noch eine 1 TB SSD. Für Spiele, dass halt alles schnell aufrufbar ist und so. Das war eigentlich auch mein Setup. Viel ist auch nichts dazu gekommen. Also wer meine letzte Roomtour gesehen hat, viel ist wirklich nicht dazu gekommen. Wenn euch auf jeden Fall das Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung freuen. Ihr könnt auch gerne abonnieren auf kostenloser Basis. Würde mich auf jeden Fall mega supporten. Und ja, dann hätte ich gesagt, haut rein, ciao euer Action Wolf. Und wir sehen uns beim nächsten Livestream oder im nächsten Video. Ciao Leute.